Mein Name ist Ralf Bosler, ich bin Mitgründer und Mitgeschäftsführer des IT-Systemhauses Sülfen und möchte mich mal kurz auf einer Folie am Anfang vorstellen, bevor wir in die Tiefe reingehen. Ja, wir sind hier in der Region eins der größten IT-Systemhäuser. Wir unterstützen Unternehmen jetzt seit 20 Jahren bei der Digitalisierung. Ja, werden dieses Jahr wollten wir eigentlich sehr groß unser Jubiläum feiern, aber irgendwie ist das zurzeit ein bisschen schwierig. Wir feiern es wahrscheinlich im Kleinkreis oder verschieben das auf nächstes Jahr. Ja, Thema Digitalisierung ist, versteht ein bisschen jeder bisschen was anderes drunter. Manche Unternehmen sind unterschiedlich weit mit dem Thema. Es geht bei Digitalisierung um Menschen, um Arbeitsprozesse, Daten und Infrastrukturen. Und wenn wir um Prozesse und Daten sprechen, ist das bei uns die Softwareentwicklung, wo wir individuelle Lösungen für Unternehmen hier in der Region programmieren, entwickeln, Datenbankanwendungen, PIM-Systeme, Katalogsysteme, also alles so, was mit Digitalisierung, Automatisierung, Geschäftsprozessen zu tun hat. Und der andere Bereich, dieser Infrastrukturbereich, der ist bei uns der IT-Service-Bereich. Da decken wir sehr, sehr viel ab, ein sehr breites Themenspektrum, also Windows und Linux hoch und runter natürlich. Wir betreiben die hessische Cloud. Wir haben da in Frankfurt unsere eigenen Maschinen stehen. Cyber Security ist ein Thema, was wir schon immer wichtig ist für uns und auch unseren Kunden strukturiert umsetzen. Und das Thema IP-Telefonie war in den letzten Jahren natürlich ein wichtiges Thema, als diese ISDN-Abschaltung gab und Voice-over-IP eingerichtet worden ist. Und das ist auch so ein bisschen das Thema, wo wir herkommen. Unternehmenskommunikation, IP-Telefonie entwickelt sich natürlich weiter. Wir sehen es heute zu dem Thema Video-Meetings, Videokonferenzen. Ja, unten sehen Sie ein kleines Gruppenfoto, damals noch, als man sich zusammenstehen durfte. Heutzutage sehen Gruppenfotos in Zeiten von Corona, sehen Gruppenfotos ungefähr so aus. Auch nicht alle dabei, das schafft man irgendwie nie, aber einen großen Teil. Ja, das waren so kurz zu uns, falls Sie uns noch nicht gekannt haben. Kommen wir zum Thema Unternehmenskommunikation. Ich hatte eben schon das Thema Telefon angedeutet, also welche Tools es gibt, und das ist so das Klassischste, das in den letzten Jahren Umstellung auf Voice-over-IP, von ISDN auf Voice-over-IP. Da gibt es durchaus viele Möglichkeiten, allein schon, dass man mit dem Telefon ins Homeoffice viel, viel einfacher gehen konnte, als es früher noch ist. So eins der großen Vorteile von Voice-over-IP, aber auch so erweiterte Telefonfunktionen wie Call-Routing, Gruppen, Callcenter-Funktionalitäten und so weiter. Das ist heutzutage natürlich viel einfacher möglich, als es jetzt mal vor 5 Jahren noch war. Gut. Präsenz, das ist so eine Statusanzeige, um zu sehen, sind meine Kollegen überhaupt? Sind sie zu Hause? Sind die im Office? Sind die unterwegs? Dürfen sie gestört werden? Telefonieren sie gerade? Sind sie gerade in einem Webinar, wo sie nicht gestört werden möchten? Und so weiter. Das sind so eine Präsenzanzeige, gerade für Unternehmen, die verteilter arbeiten, brauchen solche Tools, um zu wissen, wo sind denn eigentlich meine Kollegen und sind sie überhaupt erreichbar? Diese kontrollierte Erreichbarkeit. Chat-Systeme sind in den letzten Jahren auch, haben sich sehr weit verbreitet, gerade so Team-Chat-Systeme, so kann es nur so Slack, aber auch in Teams ist sowas vorhanden, wo man mal kurz chatten kann im Team, in seiner Arbeitsgruppe und kurz Hinweise geben kann, ohne dass man da jetzt groß eine E-Mail schreiben muss. Also viel spontaner. Ja, Intranet gehört auch zum Kommunikationstools, kann sehr strukturierte Kommunikation sein, im Extremfall eine Warenwirtschaft, eine Finanzbuchhaltung, wo ich sehr strukturierte Daten habe. Oder auf der anderen Seite, wo ich ein Wiki habe, wo ich eine Wissensdatenbank habe, wo ich viel Text habe und eine klassische Webseite habe. Ja, und dann jetzt, was heute auch unser Thema ist, in der Unternehmenskommunikation Video und Videokonferenzen. Ja, also ganz, ganz viele Tools. Man wird tatsächlich, weiß manchmal, glaube ich, gar nicht mehr, welches Kommunikationstool ich dann überhaupt benutzen soll. Da möchte ich auch mal so einen kleinen Tipp oder Hinweis geben, ein bisschen aus der Theorie hinaus, aber dann auch sehr, sehr praktisch. Wann benutze ich denn eigentlich
welche Kommunikationsart. Und man aus der Theorie kann man so zwei Sachen unterscheiden. Einmal die synchrone Kommunikation und einmal oder die asynchrone Kommunikation und einmal die synchrone Kommunikation. Asynchron, ja, ich schicke eine Nachricht und bekomme irgendwann eine Rückantwort. Weil synchron schicke eine Nachricht und bekomme sehr, sehr schnell wieder eine Rückantwort zurück. Beispiel asynchroner oder eine klassische asynchrone Kommunikation ist der Brief, der Papierbrief oder Fax vielleicht auch noch oder die Brieftaube und geht dann weiter über die klassische Mail. Dann der Chat, der schon sehr viel interaktiver ist. Dann das Telefon, wo man auch die Stimme hört und Videotelefonie, Videomeetings. Richtig Begriff hat sich noch nicht durchgesetzt. Ich befürchte manchmal, dass sich in Deutschland der Begriff Videoschalte durchsetzt. Sehr merkwürdiger Begriff, aber wir bleiben mal bei Videotelefonie, Videokonferenzen, Videomeetings. Und dann, das, was uns im Endeffekt dann doch irgendwie am liebsten ist, ist diese Face-to-Face persönliche Kommunikation mit jemandem direkt. Ja, wann nutze ich was? Und ich nenne da immer gern ein Beispiel, was mir mal jemand erzählt hat. Und jetzt kommt ein, Vorsicht, jetzt kommt ein etwas ekliges Foto. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben einen Nagel sich in den Finger gehauen oder Finger ist ab im Büro an der Arbeit und so weiter. Was machen Sie dann? Also Sie schreiben bestimmt keinen Brief. Sie schreiben bestimmt auch keine E-Mail mehr. Chatten ist auch schwierig. Telefon, ja, vielleicht rufen Sie die 112 an. Videotelefonie, ja, um zu zeigen, wie schlimm ich gerade blute. Aber wahrscheinlich rennen Sie irgendwo zum Nachbarn, ins Nachbarbüro, Nachbarraum und sagen, Hilfe, Hilfe, mein Finger. Da merkt man, je emotionaler, umso synchroner wird die Kommunikation. Eine asynchrone Kommunikation ist bei formellen Sachen, wo ich nicht sofort eine Rückantwort brauche, wo ich auch mal erwarte, dass Herr Hüttemann ist jetzt auch da. Hallo, Herr Hüttemann. Und eine formelle oder wo ich auch nur kurz auf eine Antwort warten kann, auch erwartet, dass man sich da mal kurz für eine Antwort auch durchaus mal Gedanken macht. Ja, also je wichtiger und emotionaler eine Kommunikation sein soll, umso synchroner mehr Video, mehr Face-to-Face-Kommunikation möchte ich nutzen. Und Video, warum mache ich als Video? Ich habe es jetzt eben schon angedeutet und unsere Kommunikation besteht ja mehr als nur aus Sprache und Text. Und die Theorien sagen, dass Kommunikation nur aus ca. 10% zum Austausch von Inhalten besteht und das Drumherum viel wichtiger in der Kommunikation ist und sein kann. Also diese nonverbale Kommunikation ist viel wichtiger als die verbale Kommunikation, um auch zu wirken. Und gerade so Sachen wie, was auch zu einer effizienten Kommunikation gehört, ist der Ton, die Stimme, auch die Präsenz oder die Gestik und die Mimik, wenn ich stöhne oder die Augen verdrehe. Das sind immer so Indizien, die wichtig in unserer Kommunikation sind. Gut, das nächste wäre, ja, ich möchte auch mal was präsentieren, ich möchte auch mal irgendjemandem was zeigen, ein Gerät zeigen oder gemeinsam ein Dokument durchgehen, ein Angebot durchgehen, eine Excel-Tabelle oder eine Zeichnung durchgehen. Und das gehen Sie von aus, das Thema Video-Meetings, Videokonferenz bleibt nachhaltig. Das ist nicht ein Hype. Das wird auch nach Corona noch üblich sein. Allein die Leute merken, wie viel Kosten und Zeit und Aufwände man sparen kann und sehr schnell mal über Videomeetings was durchführen kann und was besprechen kann, wo man vorher Stunde hinfahren musste, eventuell so weiter. Das ist jetzt viel einfacher möglich, weil und es wird nachhaltig dort genutzt werden. Ja. Bereich Video gibt es ganz unterschiedliche Videoarten. Ich habe eben schon dieses unsägliche Wort der Videoschalter genannt, aber wir nennen es lieber Videotelefonie.
Oder Videokonferenz, also Videotelefonie ist eher, wenn zwei Leute eins zu eins kommunizieren per Videokonferenz und Videotechnologie und Videokonferenz, wenn mehrere Leute da sind. Früher oder heute braucht man da noch große Hardware, deswegen war das auch immer sehr teuer, braucht es Server, sogenannte Multiplexer, die diese einzelnen Datenströme zusammenführen und dann wieder zu allen Leuten auseinander verteilen, und auch das brauchen wir heute noch. Heute hat man natürlich die Cloud-Lösung, und heute sind solche Multiplexer stehen irgendwo im Internet in der Cloud, und es ist viel, viel einfacher und viel, viel günstiger geworden als früher, wo man noch große Kisten, teure Kisten braucht. Ja, Screensharing, was ich eben schon erwähnt hatte, ich möchte jemanden PDF-Dokument, ein Angebot besprechen, in einer Excel-Tabelle zeigen oder ein Diagramm zeigen. Webinare, was wir hier jetzt machen, und es gibt im Videobereich noch ganz, ganz viele weitere Funktionen, sowas wie ein Whiteboard, ein Voting, diese Umfragen, die wir nachher auch mal machen, Dateisharing, ganz wichtig ist natürlich Emojis oder das gemeinsame Bearbeiten. Gut, ja, die Räume sind auch im Bereich Video ganz unterschiedlich. Wenn man über Videokonferenzen spricht, haben viele Leute so ein Szenario im Kopf, einen Konferenzraum mit einem großen Monitor vorne. Und viele Leute, sehr formell, sitzen dort. Es ist eine geplante Veranstaltung. Es ist technisch durchaus mal etwas aufwendiger. Es ist nicht gerade integriert, und so für Vorstandssitzungen und sowas ist das gedacht. Und das hat man schon sehr, sehr lange gemacht, war sehr, sehr teuer, formell, und hat auch schon viel gebracht. Aber da ist ein ganz ein Trend hin zu neuen Art von Unternehmen, neue Art von Videokonferenzen, den sogenannten Huddle-Räumen. Ein Huddle kommt aus dem amerikanischen Football, wo sich das Team mal ganz kurz zusammenkommt und eine kurze Taktik bespricht, einfach mal schnell da ist und dann wieder auseinandergeht. Und das ist in so einem Raum auch. Ich habe ein paar Leute im Büro, die kommen schnell, das Projektteam kommt schnell zusammen, holt zwei, drei Leute aus dem Homeoffice oder externe Partner rein oder den Kunden mit rein, und es wird schnell was besprochen, um danach dann wieder weiterzuarbeiten. Es ist informell, es ist alle Mitarbeiter, also das Projektteam wird als ein integrierter, kommt mit einem eigenen Laptop oder Tablet hin, und es ist so für kleine Teams sehr optimal. Unternehmen, die so im agilen Bereich tätig sind und sogenannte Dailies haben, wo man sich täglich mal kurz trifft, um zu besprechen, was heute Thema ist oder was bearbeitet werden muss, machen sogenannte Stand-ups, und auch die werden per Video unterstützt. Und da gibt es natürlich auch solche Raumsituationen für Stand-ups, wo ein Monitor an der Wand hängt oder an so einem Ständer hängt, und wo man schnell auch mit externen Leuten im Homeoffice und so weiter kurz bespricht, was Stand der Dinge ist für das tägliche Schufix. Aber was jetzt in Corona-Zeiten und jetzt hier in unserem Kontext auch bestimmt wichtiger ist, ist auf einmal die Desktop-Version. Die meisten von Ihnen sitzen wahrscheinlich an einem Desktop-Rechner, Mac, Windows, wie auch immer, vielleicht aber auch an einem Handy oder einem iPad, Tablet, was auch immer. Weil alle Systeme, über die wir heute sprechen, sind auch mobil nutzbar und funktionsfähig. Klar, es ist nicht so optimal jetzt wie in so einer Büroumgebung an seinem Desktop. Handy und Tablet haben immer noch gewisse Einschränkungen, aber gerade wenn man unterwegs ist, funktioniert das doch sehr gut, und man kann trotzdem bei einem wichtigen Meeting oder so einem Daily Sure fix dabei sein. Ja, gerade für sehr kleine Gruppen, Webinare, Homeoffice zurzeit ganz das beliebteste Thema. So, das waren so ein bisschen die Theorien im Hintergrund, und möchte ich Ihnen jetzt als nächstes paar Produkte auch vorstellen. Und da gibt es ganz, ganz viele. Also es gibt Dutzende von Video-Meeting, Videokonferenzsystemen, die alle so einen unterschiedlichen Schwerpunkt haben, und auf dem Diagramm erkennt man bestimmt nicht die meisten, aber ich möchte mal eine kurze Umfrage machen, was für Videokonferenzsysteme Sie so kennen. Also mit kennen meine ich, also dass Sie schon mal selber gestartet haben und andere Leute eingeladen haben.
So, ich starte jetzt eine Umfrage und würde mich freuen, wenn Sie da ganz schnell mal kurz antworten können. Ich gebe danach das Ergebnis der Umfrage mal frei und so, dass man mal so ein Gefühl hat, was haben meisten Leute denn schon gearbeitet. Interessant, interessant. Ja, diese Umfrage habe ich vor ein paar Wochen schon mal gemacht und ja, interessant. Okay, gut. Ich beende die Umfrage jetzt. Zack. Und kann Ihnen gerade mal die Resultate zeigen. Und tatsächlich ist Zoom und Skype so das Verbreiteste, was die meisten kennen. Also Zoom, ganz klar ein Hype, werden wir nachher noch drauf kommen. Aber auch GoToMeeting, WebEx und Microsoft Teams wird gekannt und tatsächlich kennt jemand BlueJeans. Interessant, interessant. Und doch einige, die auch andere Sachen im Bereich Videokommunikation kennen. So, kann sein, eventuell müssen Sie jetzt dieses Umfragefenster wieder per Hand schließen. So, also die Frage hat natürlich schon einige der Marktführer gezeigt und die möchte ich Ihnen mal kurz vorstellen mit den Stärken und Schwächen. Cisco WebEx ist so der Klassiker, der von Firma Cisco, gerade für Unternehmen, die auch Cisco-Telefone haben. Cisco der größte Netzwerk- und Ausrüster der Welt und die haben natürlich sehr schnell auf Video gesetzt und konnten das auch schon sehr gut und die haben dieses System auch viel weiterentwickelt. Mittlerweile gibt es auch dort die kleine Einstiegsversion, ist zurzeit auch kostenlos seit neuestem und durchaus funktioniert gut. Gerade weil viele große Unternehmen setzen halt auf WebEx und weil sie Cisco, sehr Cisco-orientiert in ihrer Infrastruktur sind. Aber wer kennt das Symbol? Google Meet bzw. Hangout. Hangout war so der Privatkundenbereich und Google Meet ist so der Business-Bereich. Google Meet ist im Bereich der Google Office-Umgebung, diese G Suite, Teil davon. Und wenn man auf diese Google G Suite setzt, hat man natürlich auch das Google Meet. Und da ist es natürlich naheliegend, dass man dann solche Funktionalitäten nutzt. Microsoft Teams, auch in den letzten Jahren sehr stark gewachsen, in den letzten Monaten. Firmen, die sehr stark Microsoft-orientiert sind und jetzt mit dem Microsoft 365 arbeiten. Bis vor einer Woche hieß das noch Office 365. Die haben natürlich das Teams im Einsatz. Auch das ist eine Cloud-Lösung. Also alle diese sind Cloud-Lösungen, diese Marktführer, muss man schon sagen. Und wird in dem Bereich sehr stark genutzt, also wenn man aus dieser Microsoft-Welt kommt. Auch für Teams gibt es jetzt seit ein paar Wochen eine kostenlose Einstiegsversion, wo man nicht in diesem Microsoft 365 drin sein muss. Und die kann auch von jedem genutzt werden. Man braucht natürlich einen Zugang, einen Microsoft-Account, um sich da anzumelden. Aber auch bei allen diesen Tools ist es so, dass nur der einlädt zu dem Meeting, zu der Konferenz, ein Account braucht. Meistens reicht dieser kostenlose Account aus. Manche haben leider keinen kostenlosen Account, so wie GoToMeeting. Für Vereine und so gibt es wohl eine kostenlose Umgebung. Aber auch das ist ein langjähriger Marktführer, den wir früher sehr, sehr gerne empfohlen haben. Kommt noch aus der Citrix-Zeit. Da haben die so diese Technologie dort genutzt, um solche Videomeetings und auch Webinare bereitzustellen. Das für Webinare heißt das dann GoToWebinar. Auch hier ist jetzt seit kurzem eine kostenlos, nee, genau, hier ist keine kostenlose Version möglich, aber das, was jetzt schon viele kennen, was auch viel in der Presse ist zurzeit, was die höchsten Downloadraten zurzeit haben in allen möglichen App-Stores, ist das Produkt Zoom. Ja, Zoom ist
mittlerweile so zum Marktführer geworden, weil es sehr einfach zu nutzen ist, sehr es gibt eine kostenlose Variante, die zwar etwas eingeschränkt ist, aber wo man schon sehr, sehr viel mitmachen kann. Und sie ist sehr stabil. Also man kann auch bis hunderte von Leuten daran teilnehmen lassen, Konferenz, wenn es dann sein muss, wenn es den Sinn macht. Und dieses System ist noch stabiler. Das hat halt einfach Zoom ausgemacht. Ja, da habe ich noch eine kleine, nochmal tabellarische Übersicht über die fünf Marktführer, das, was ich eben schon so gesagt habe. Genau. Ansonsten ist so der Preis von der professionellen Lizenz typischerweise was 13, 14 € im Monat. Und da kann man dann auch schon aufnehmen. Dann hat man Whiteboards und ganz viele Funktionen. Es gibt für manche auch Linux-Clients. Jeder hat eine Funktion, die auch auf dem Handy, auf iOS oder Android läuft. Diese Systeme haben auch also erweiterte Möglichkeit für Raumsysteme, wo man sich in einen Raum einmieten kann und dann in den Raum reinkommt und dann einfach nur auf einen Knopf drückt und das Meeting startet und so weiter. Ja. Also da gibt es sehr viele. Natürlich stehen wir als Systemhaus bei der passenden Auswahl zur Verfügung. Ja. Zoom muss man natürlich, die Frage kommt bestimmt gleich. Es war sehr viel in der Presse bezüglich Datenschutz und Sicherheit. Und da muss man immer was dazu sagen. Und wir waren schon sehr überrascht, wie schnell Zoom auf diese Vorwürfe reagiert hat. Ein Beispiel ist die App hat bestimmte Daten an Facebook geschickt. Die haben es tatsächlich nach 2 Tagen gab Zoom ein Update raus, wo dieses Problem beseitigt war. Und zurzeit macht Zoom sehr, sehr viel, um da Vertrauen zu gewinnen und alles nochmal zusätzlich abzusichern, die Verschlüsselung nochmal zu verstärken, nochmal solche Sachen, die früher die Sachen einfacher gemacht haben, jetzt auch noch richtig sicher zu machen. Und wir haben hierzu auch mal kleine Sicherheitstipps für Zoom-Konferenzen gegeben. Also ganz wichtig ist natürlich, wenn man im Bereich Sicherheit und Zoom denkt, man muss sich damit beschäftigen. Man muss mal gucken, wie viele Einstellmöglichkeiten es gibt. Und da gibt es echt gefühlt 100 Einstellmöglichkeiten, die man nutzen kann und mal ein bisschen wissen sollte, was da zu tun ist. Und ja, man sollte immer ein Meeting-Passwort haben, man sollte eventuell Warteräume nutzen und so weiter. Diese Folie finden Sie auch bei uns in der Firma auf dem Blog im Internet oder in unserem Twitter-Kanal. Ja, Sicherheit ist aber auch noch ein Thema von ganz vielen Alternativen. Und es gibt Themen, die durchaus andere Systeme auch sehr gut beherrschen. Und man sollte sich durchaus da mal andere Alternativen angeschaut haben oder wissen, was deren Stärke ist. Es gibt so eine Gruppe, das sind so die Groupware-Systeme, die Alternativen zu Microsoft 365. Zum Beispiel von Copano, Cimpra, Nextcloud. Und diese Systeme haben natürlich auch alle immer ein Videosystem dabei. Jitsi als Open-Source-System, was man sich auch selber installieren kann, um da die Sicherheitskontrolle zu haben, wenn man in sehr sicherheitsrelevanten Bereich tätig ist oder wenn man eine Vorstandssitzung hält oder mit jemandem was besprechen will, was durchaus nicht irgendein Geheimdienst so leicht abgreifen können soll, kann man solche sicherheitsorientierteren Systeme nehmen, die auf Open Source Basis sind und man sich auf eigenen Systemen betreiben kann. Ja, oder ein deutscher Anbieter, TeamViewer, hat ein eigenes Produkt für den Konferenzbereich, nennt sich Bliss. Die werben damit, dass sie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben, was sehr interessant ist und auch einen Blick wert ist. Big Blue Button, ein kleiner Zungenbrecher, ist ein System, was man sich auch selber installieren kann und im Schulungsbereich bei Schulen sehr weit verbreitet ist, weil man da eine sehr schöne Integration in Moodle reingibt, was die Schulen und Universitäten und Hochschulen sehr gerne nutzen. Ja, und wenn man eine moderne Telefonanlage hat, sowas wie eine Starface oder Swix, die haben auch alle irgendwo ein Videosystem mit dabei, mit dem Einsatz, ist manchmal besser, manchmal schlechter integriert und auch durchaus einen Blick wert, das zu nutzen, gerade weil es so schön integriert ist und weil man so schön schnell starten kann.
Ja, gut. Nachher komme ich noch zu ein paar Fragen, die jetzt bestimmt aufgekommen sind. Das jetzt waren jetzt so die fünf Marktführer und so ein paar Alternativen, dass man die einfach mal gehört hat und wo wir gerne natürlich auch im Detail beraten. Jetzt möchte ich auf eine Sache hinzukommen. Es geht ja, der Titel war ja erfolgreiche Video-Meetings und das hat natürlich nicht nur was mit einer funktionierenden Technologie und einer guten Technologie zu tun, sondern hat auch was dazu tun, wie wirke ich denn vor der Kamera? Es ist natürlich auf einmal was anderes, als wenn ich nur am Telefon bin, sondern ich kann Sachen falsch machen und kann Sachen besser machen. Und da möchte ich mal ein paar Beispiele und ein paar Tipps geben. Ja, was ist zu beachten bei Videomeetings? Hier haben wir ein Foto von irgend so einem merkwürdigen Typen, der jetzt hier doch auch einiges falsch gemacht hat. Die Kameraposition. Hier schaut die Person von oben nach unten auf den Laptop, ist es wahrscheinlich. Das sieht ganz merkwürdig aus für das Gegenüber. Also im Idealfall ist die Kamera auf Augenhöhe, so dass man gerade jemanden anschaut. So wie man jemanden in die Augen schaut, sollte ich auch in die Kamera schauen. Das ist auch in der die Blickrichtung wichtig. Oft schaut man ja auf die Videos von den anderen oder auf sein eigenes Video natürlich auch. Und wenn man das irgendwo unten auf dem Monitor hat, im Eck oder auf einem anderen Monitor, dann schaut man so quer darüber und die Leute sehen einen von der Seite oder merken, dass man sie nicht in die Augen schaut. Ein anderes Foto, wo es das auch nochmal schön klar macht, zeige ich Ihnen Laserpointer. Hier auch diese klassische Situation. Man hat vor sich einen großen Monitor stehen und sein Laptop auf der Seite und die Kamera vom Laptop zeichnet einen von der Seite von unten auf. Oder hier in der Mitte, man sitzt nur am Laptop und schaut von oben nach unten zum Laptop. Im Idealfall sollte, wie eben schon erwähnt, die Kamera auf Augenhöhe sein. Man sollte aufrecht sitzen und in die Kamera reinschauen. Gut. Der Hintergrund, ganz wichtig. Also der Hintergrund sollte ruhig sein. Es sollte kein Fenster im Hintergrund sein, gerade auch wegen dem Licht. Und denken Sie dran, der Hintergrund und Gegenstände werden zur Information über Ihre Person, weil die Leute schauen natürlich nicht nur Sie an, sondern sie schauen sich die Umgebung an. Und räumen Sie alles weg, was nicht zu der Botschaft passt, die Sie vermitteln möchten. Also irgendwas Unaufgeräumtes, Chaotisches und so weiter. Und auch Hintergrund, gerade wenn man sagt, man macht ein Screensharing, man möchte gemeinsam ein Dokument bearbeiten, so ein Desk-Sharing, achten Sie auf Ihren Browser, welche offenen Tabs da Sie noch haben oder was auf Ihrem Desktop für Icons liegen von irgendwelchen Dokumenten, die, wenn die jemand anders sieht, dass das vielleicht durchaus mal peinlich werden könnte. Beleuchtung hatte ich eben auch schon erwähnt, ja, bei einem Foto schön zu erkennen. Schlechtes Licht, Licht ist von hinten, das Gesicht ist völlig verschattet. Oft ist es auch so, dass das Licht von der einen Seite reinkommt und dann ist die eine Seite hell und die andere Seite verschattet. Also gucken, dass man da schönes Licht hinbekommt, dass man gut wirkt. Ja, und das Mikrofon, ein hochwertiges Headset oder ein Podcaster-Mikrofon ist wichtig, weil wenn das Bild ein bisschen pixelig ist, ein bisschen rauscht, ein bisschen hakt, ist es nicht so schlimm, als wenn das Mikrofon undeutlich und die Stimme undeutlich ist und kratzt und rauscht und Aussetzer hat. Das nervt das Gegenüber dann durchaus. Ja, und Sie kennen die Szenarien, gerade in der aktuellen Homeoffice-Umgebung passiert es oft, dass mal die Kinder reinstürmen oder der Kollege stürmt ins Büro. Machen Sie die Tür zu, verschließen Sie die Tür oder machen Sie draußen einen Zettel dran, bitte nicht stören, Videomeeting und machen Sie das Handy leise und das Telefon auf Do Not Disturb. Das geht immer gerne mal vergessen. Ja, immer noch der gleiche komische Typ, aber jetzt macht er einige Sachen besser. Ja. Das sind so die wichtigsten Sachen. Jetzt kommen wir nochmal so für Profis, die besser wirken wollen in einer Video-Meeting. Und ich hatte eben schon erwähnt, man sollte in die Kamera schauen und nicht aufs Bild. Und da ist ein kleiner Trick auch zusätzlich noch, wenn Sie weiter entfernt sind von der Kamera. Okay, jetzt wirklich ein bisschen klar. Jetzt müssten wir vielleicht das Tele anschmeißen von der Webcam. Dann
sieht man, hat man eher das Gefühl, dass man jemand in die Augen schaut. Und das ist, wenn man nah an einem Rechner ist und dann irgendwo anders hinschaut, dann merkt man, dass man nicht in die Augen schaut. Ja, und im Idealfall, so aus klassischer Aufteilung in der Kunst, wäre ideal, wenn man beim goldenen Schnitt diese Ein-Drittel-Regel anwendet, dass die Augen weiter oben sind. Also es sieht komisch aus, wenn ich so arbeite und mit jemandem spreche. Idealfall ist es so, man sitzt aufrecht, man hat dann natürlich auch ein ganz anderes Körpergefühl. Ja, Körpergefühl, gestikulieren, da sollte man aufpassen, dass man innerhalb der Kamera gestikuliert. Man sollte ungefähr wissen, wo sein Rahmen ist. Nicht, dass man hier was zeigt oder hier Bewegungen macht. Das sieht einfach komisch aus. Und man gestikuliert und die anderen sehen gar nicht, was man vorhat. Ja, auf Nebengeräusche achten, da bin ich leider nicht, wahrscheinlich ein tolles Vorbild. Handy und so habe ich schon erwähnt, aber auch die Tastatur, die klappert hier. Also ich habe auch eine sehr laute Tastatur, ich liebe die aber. Natürlich eine leise Tastatur besser, oder man tippt erst gar nicht während dieses Meetings, sondern man konzentriert sich auf das Gegenüber. Also in so einem Video-Meeting oder Konferenz mit mehreren Leuten, man erkennt sofort, wenn jemand nicht mehr konzentriert ist und nebenbei noch mal eine Mail beantwortet oder irgendwas im Chat ist. Also muss man sich immer ein bisschen zurücknehmen. Ja, und das Mikro und die Kamera nehmen gewisse Dinge weg. Also das Mikro nimmt Höhen und Tiefen weg, die Kamera nimmt irgendwie Auflösung weg, die beiden Dinge sind nicht synchron, und also nicht lippensynchron, und deswegen, auch das, da man muss sich ein bisschen üben, man sollte artikulierter und langsamer sprechen. Und wenn ich irgendein Gerät zeige, sollte man nur kurz darauf schauen und nicht die ganze Zeit sagen, hier, das ist das neue Headset, so und so, und die ganze Zeit drauf schauen und es anschauen. Das wirkt auch komisch. Also kurz drauf schauen und dann wieder in die Kamera schauen und es neben sich halten. Zum Schluss die Kleidung. Damit meine ich jetzt nicht, dass man immer mit Krawatte anziehen sollte oder der Klassiker, wo man sagt, man sitzt in den Unterhosen vorm Rechner. Nein, es geht darum, dass man, wenn man ein Hemd oder eine Bluse anzieht, dass man da keine kleinen Muster oder Streifen hat, weil die Kameras haben oft das Problem, dass diese sogenannten Moiré-Muster erscheinen und die sind ganz schwierig zu erkennen. Ergibt dann auf einmal so einen Flimmer. Ja, das waren so die Profi-Tipps für, wie sie besser wirken in einem Videomeeting. Und dazu gehört natürlich auch, jetzt haben wir die Produkte, wir haben, wie man wirkt, es gehören natürlich auch noch Geräte dazu. Und habe ich schon erwähnt. Und welche Geräte gibt es für eine gute Videokonferenz? Wenn Sie mit dem Laptop arbeiten, stellen Sie ihn wenigstens höher auf so einen Notebook-Ständer. Der ist nicht teuer, man hat eine externe Tastatur und Maus, aber der Vorteil ist, man sitzt ergonomischer vor seinem Arbeitsgerät, wo man mehrere Stunden sitzt, und die Kamera ist auf Augenhöhe. Dann eine gute Webcam, zum Beispiel eine von Logitech, ist sehr gut, sehr wichtig und in den meisten Fällen viel, viel besser. Und man merkt einen großen Unterschied zu der eingebauten Kamera von einem Laptop. Leider sind gerade Webcams, das Toilettenpapier der IT-Industrie zurzeit sehr, sehr schwierig zu bekommen. Und wenn, dann sind sie auch einen Ticken teurer als sonst. Akustik und Hören ist wichtig, deswegen empfehlen wir so Headsets zu nutzen. Es sollten jetzt nicht diese Gaming-Headsets sein oder die großen, wo man aussieht wie Mickey Mouse. Man kann auch dann, naja, nach Geschmack eins mit einem Hörer nehmen und mit zwei Hörern. Zu empfehlen ist dann auch eher eins mit Kabel, weil das einfach robuster ist als mit Bluetooth. Aber wenn es funktioniert, kann man auch welche mit Bluetooth nutzen. Hauptsache, sie haben hochwertige Headset, zum Beispiel wir verkaufen oder nutzen gerne die von Sennheiser. Oder so ein Desktop-Mikrofon, das ich hier gerade nutze. Genau. Der Chat, muss ich mal kurz mal reinschauen, welche Fragen jetzt gekommen sind. Genau, da komme ich nachher, da komme ich nachher nochmal drauf. Ja, gut, das sind so waren die Geräte für die Desktop-Video-Meeting, Videokonferenz, und es gibt auch noch
Geräte für diese Räume, also auch die Räume werden ja irgendwann wieder interessant. Ach, eine Sache wollte ich Ihnen mal zeigen. Das ist ganz lustig, wie Profis damit umgehen. Also Profis meine ich, die ihr Geld damit verdienen. Wer verdient Geld mit irgendwelchen Videos, Sachen? Das sind natürlich die ganzen YouTuber, Podcaster, Let's Play und so weiter. Wir haben solche Arbeitsplätze. Also die sind richtig professionell. Zwei Monitore, zwei Lampen, gut ausgeleuchtet, eine super Kamera, ein super Headset. Okay, die können sich die Gaming-Headsets erlauben. Oder auch dann der Hintergrund, wenn der wirklich chaotisch ist, kann man so einen Greenscreen nutzen. Gerade Zoom und jetzt auch Microsoft Teams haben das als erstes eingeführt, dass man so einen anderen Hintergrund hinter sich stellen kann. Und mit so einem Greenscreen ist natürlich die Qualität davon viel, viel besser. Also auch gerade die Umrahmung von dem Kopf ist, geht über dem Hintergrund, setzt sich viel besser ab. Man sollte aber nicht zu viel spielen und zu kreativ sein. Das ist am Anfang ganz lustig, aber irgendwann ist es dann doch auch ermüdend. Ja. Dann noch das Szenario der Videokonferenzräume, die natürlich bald auch wieder wichtig werden. Und da sind so Geräte, die ich sag mal, die in der 900-Euro-Klasse sind, aber schon richtig viel bieten für so eine Videokonferenz, die so ein super Kamera haben, das sehr breit aufnimmt, super Lautsprecher haben und super Mikrofone haben. Das sind sogenannte Videobars. Ähnlich wie Sie die Soundbars von Ihrem Fernseher kennen, gibt es diese Videobars für eine Videokonferenzsystem. Die gibt es entweder hier auf der linken Seite, sehen Sie von Poly, das Poly Studio, oder auf der rechten Seite, das von Logitech, das Meetup. Beides schöne Tools, aber auch da kann man natürlich auch noch größere Systeme kaufen, die dann, wie gesagt, solche Raumbuchungssysteme sind, wo ein eingebauter PC ist, wo man dann kein PC mehr anstöpseln muss. Diese Geräte haben einfach einen USB-Anschluss und arbeiten im Endeffekt wie eine Webcam. Aber so eine Raumsituation wirklich zu empfehlen. Gut, kommen wir so langsam zum Schluss. Nochmal ein paar Tipps für Leute, die nicht nur mit den Kollegen oder mit guten Freunden Video machen wollen, sondern auch mit Kunden, Neukunden, potenziellen Kunden arbeiten, im Vertrieb und Service zum Beispiel. Wichtig ist, üben Sie. Üben, üben, üben. Und Sie werden ein Tool haben, was ich vorhin welche vorgestellt habe, das Sie gerne haben, das Sie gut finden. Aber Sie müssen mehrere Tools kennen, weil es gibt Firmen, die haben Voraussetzungen, die erlauben zum Beispiel, warum auch immer, kein Zoom oder das. Die erlauben nur WebEx und dann muss man natürlich mal wissen, wie WebEx funktioniert oder wie Microsoft Teams funktioniert, wo da die Buttons sind. Sind alle sehr ähnlich, aber bei dem einen ist der Button da und dann bei dem einen ist die Einstellung dort. Und das sollte man schon mal wissen, auch wie man dort einlädt und so weiter, wie man eine Einladung annimmt. Mal gucken, funktioniert es überhaupt und wird ist die richtige Kamera aus? Gewählt. Und eine Herausforderung sehe ich zurzeit drin, wie initiiere ich denn eigentlich so ein Videomeeting? Also früher habe ich wo angerufen, gesagt, hier, Herr so und so, Frau so und so, ich würde gerne mal wieder mit Ihnen Kaffee trinken, ich würde Sie gerne mal wieder sehen. Heutzutage muss man das vielleicht auch per Telefon oder Mail jemanden kontaktieren und sagen, hier, ich würde Sie gerne mal wieder sehen, ich würde Ihnen gerne mal was zeigen, ich würde gerne mit Ihnen das Angebot gemeinsam durchsprechen. Oder ein Konzept gemeinsam durchsprechen. Da muss man sagen, ja, wie initiiere ich das? Lassen Sie uns doch mal ein Video-Meeting machen. Welches wollen wir mein Tool verwenden? Oder haben Sie ein Tool, was Sie gerne nutzen? Können Sie mich einladen? Soll ich Sie einladen? Das muss man ein bisschen üben und auch sich etwas überwinden. Ja, und was ich schon gesagt habe mit den Tipps, ist es wichtig, wie man wirkt und dass man professionell wirkt und dass man nicht so wirkt, als ob man es gerade zum ersten Mal das nutzt. Gut, da habe ich auch noch mal wieder eine Frage. Jetzt kommt wieder mal eine Umfrage zur Auflockerung. Werden Sie in Zukunft mit Kunden oder externen Partnern Video-Meetings, Videokonferenzen-Systeme einsetzen? So, da habe ich hier wieder eine Umfrage hier in meinem Zoom. Video mit Kunden. Starten Sie die Umfrage. Da würde ich Sie bitten, mal kurz zu antworten, was Sie so für ein Gefühl haben, wie es so werden wird. Werden Sie mit Kunden Videokonferenzen nutzen? Machen wir schon, sehr wahrscheinlich bald. Schauen wir mal. Oder meine Kunden sind noch lange nicht so weit. Kurze Abstimmung. Gut. Ja, vielen Dank. Fast 80% haben dran teilgenommen. Oh.
Auch das ist ein Ergebnis, was vor 5, 6 Wochen, als ich dies ein ähnliches Webinar gehalten habe, noch ein Ticken anders war. Also hier die meisten tatsächlich machen wir schon. Mit externen Leuten machen die schon Videomeetings. Toll, klasse. Also da sieht man mal, wie sich gerade die Welt, die Wirtschaftswelt, wie auch immer, ändert. Oder sehr wahrscheinlich bald. Und meine Kunden sind noch nicht so weit, sagen tatsächlich, hat jetzt einer gesagt, oh, ich sollte auch mal die Resultate freigeben, damit sie die auch sehen können. Ja, also das erleben wir auch immer wieder, dass manche IT-Abteilungen noch da ein bisschen angeschubst werden müssen, damit die Lösungen zur Verfügung stellen und nicht nur die Probleme sehen. Hätten wir diese Videosysteme nicht gehabt, ich glaube, hätten wir so einen Corona-Lockdown vor 10 Jahren gehabt, hätten wir noch ganz andere Probleme gehabt. Heutzutage ist da auf einmal viel, viel mehr möglich und hat uns einige dieser Cloud-Lösungen haben uns tatsächlich durchaus den Arsch gerettet. Ja. So, die Umfrage beenden. Ich schließe. Sie müssen vielleicht auch das Fenster schließen von der Umfrage und bin im Endeffekt am Schluss. Gucken wir jetzt mal kurz Ihre Fragen an. Gibt es auch Webcams mit guter Mikrofunktion? Ja, tatsächlich, dieses von Logitech, die Kamera, die ich vorhin gezeigt habe, hat sogar ein Stereo-Mikrofon. Also wenn man sich da ein bisschen bewegt, gibt es nicht komische Sachen. Aber auch, wie gesagt, so ein Desktop-Mikrofon, Lautsprecher ist natürlich auch, hat eine hohe Qualität. Ich hoffe, Sie verstehen mich gut. Tipp, alte Leinwand mit blauer Rückseite geht auch natürlich. Also das ist so ein Greenscreen, muss man jetzt nicht diese 200-Euro-Klasse ausgeben, die ich Ihnen gezeigt habe. Da reicht auch für 15 Euro kann man sich auch grüne Bettlaken nutzen. Welches Mikro, wenn Headset nicht geht, weil Sportübertragung, klar, da muss man ein bisschen freier sein. Da muss man gucken, dass die Kamera, dass, wenn man sowas aufzeichnet und gemeinsam machen will. Und natürlich ist ein kabelloses Mikrofon durchaus notwendig. Da gibt es Mikrofone, die man sich anschnallen kann. Muss man mal ein bisschen recherchieren. Ja, es ist notwendig. Oder man kann auch natürlich so ein Desktop-Mikrofon bei sich in die Nähe stellen, von dem man ist. Wie sicher sind die? Zoom steht momentan verruft, nicht sicher zu sein. Ja, nochmal zu Zoom, das habe ich ja, ich hoffe, ich habe es schon beantwortet. Auch was man von Datenschützern liest, also wenn man nicht nur die Überschriften liest, und ich hatte mir ein bisschen das Gefühl, das war so ein Bashing, ein Zoom-Bashing. Wenn man in die Details geht, dann hat man doch schon genauer gelesen, was eigentlich das Problem ist. Und natürlich hat auch die Webseite von Zoom Datenschutzprobleme, weil die irgendwelche Tracker auf ihrer Webseite haben. Aber das haben die meisten Webseiten. Und da empfehlen wir natürlich immer, so einen Adblocker einzusetzen und solche Tracker zu blockieren oder einen Browser einzusetzen, der Tracker blockiert. Aber das ist ein allgemeines Problem. Man hat sich irgendwie da auf Zoom versteift. Aber Zoom hat sehr, sehr schnell reagiert. Ist das für diese Zeit ganz wichtige Strategie, nur Sachen für Sicherheit zu machen und nicht mehr Funktionen jetzt in den nächsten Wochen nachzuliefern und überhaupt das System stabil zu halten. Kann man als Veranstalter verhindern, dass Mitschnitte von den Teilnehmern gemacht werden? Nein, können wir nicht. Ich kann das bei Zoom sagen. Also Sie können die, oder auch bei anderen Systemen kann man die interne Mitschnittfunktion nehmen, aber wenn ich was anderes, ein anderes Tool einsetze, einen Screen Recorder, dann geht das natürlich. Also das geht leider nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Gut, haben wir Fragen und Antworten? Ist da noch was? Jitsi scheint auch mal interessanter zu werden. Ja, genau, da habe ich drauf erwähnt. Enthalten wir später die Präsentation als Mailverteiler nachgereicht. Die Präsentation nicht, also das PowerPoint nicht, aber die Aufzeichnung werden wir verteilen, nachdem sie geschnitten sind. Genau, virtuelle Workshops und Whiteboards. Klar, ich kenne Zoom, kenne GoToWebinar und kenne BigBlueButton. Das sind so die Funktionen, dessen Programme, die haben solche Funktionen, manche stärker, manche besser. Also gerade wenn man einen Workshop hat, es gibt sogenannte Breakout-Rooms. Also ich könnte jetzt Räume erstellen und gewisse Leute in Räume rein schieben für 10 Minuten, die damit ein bestimmtes Thema abarbeiten. Ah, da geht es ein bisschen im Bereich Schulung und Konferenzenbereich rein. Bisschen was anderes, aber ein sehr spezielles Thema.
Gut, das waren so die wichtigsten Fragen. Ich hoffe, ich beantworten konnte. Ich hoffe, das Webinar hat Ihnen was gebracht. Ich möchte Sie zum Schluss noch um eine kleine Spende beten. Meine Kollegen haben eine ganz coole Sache gestartet. Sie versuchen, die Wissenschaft zu unterstützen für die Erforschung von Impfstoff gegen Corona und auch anderen Krankheiten, und da nutzen Sie, was in unserem Bereich üblich ist, nämlich Rechenleistung, PC-Power, die Simulation macht für diesen Bereich. Und da möchten und meine Kollegen sich einen großen Rechner, der 24 Stunden lang durchrechnet und die Wissenschaftler weltweit, die Institute unterstützt, wollen zusammenbauen. Und ich würde mich super freuen, wenn Sie eine kleine Spende hier abgeben würden im Anschluss danach. Das würde freuen, dann bauen Sie sich einen neuen Rechner mit einer neuen Grafikkarte und einem Powerrechner, und das wollen wir in der nächsten Zeit dafür nutzen. Ja, ansonsten bedanke ich mich, und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und jetzt kommt die letzte Umfrage, die ist auch anonym, da sehe ich nicht, wer da was beantwortet hat. Hat Ihnen das Webinar gefallen? Ich freue mich auf eine kurze, schnelle Antwort von Ihnen. Ja, sehr schön, das freut mich. Den meisten also hat es richtig was gebracht, und ja, es gibt zwar sehr viele Texte und Videos zurzeit zu diesem Thema, aber ich freue mich, dass es Ihnen so vielen was gebracht hat. Ja, vielen Dank. Möchte das Abschlusswort nochmal an Herrn Dr. Frank Hüttemann geben. Mit dem mache ich jetzt die Kamera ein und bitte Herrn Hüttemann noch ein kleines Abschlusswort. Vielen Dank. So, Herr Hüttemann. So, wunderbar. Ja, herzlichen Dank für die Informationen, Herr Bosler, und auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier wieder zum zweiten Mal schon pro bono Rede und Antwort gestanden haben. Sie haben ja gehört, die Informationen bzw. das Ganze wurde aufgezeichnet. Das steht Ihnen dann auch zur Verfügung. Und ich möchte schon mal auf eine nächste Veranstaltung hinweisen. Sie ist noch nicht ganz sicher, aber möglicherweise der 14. Mai, auch mal eine andere Uhrzeit. Wir probieren vielleicht mal 19 Uhr und es um das Thema Social Media gehen und auch ein Stück um Webshops, sozusagen für Einsteiger, aber auch ein Stück weit schon für Fortgeschrittene. Ja, Sie sehen hier ein Bild, das ist aufgenommen worden in der Nähe von der Amöneburg. Wenn man jetzt mal so rausschaut, das Wetter ist nicht so ganz optimal, auch für die Vorhersage der nächsten Tage. Aber nutzen Sie das trotzdem. Also Wandern ist im Moment in Corona-Zeiten eigentlich das Beste und Tollste, was man überhaupt machen kann. Und wer darauf kann vielleicht jetzt neuerdings, fand ich ganz interessant, das Autokino am Afföller in Marburg nutzen. In dem Sinne, Ihnen alles Gute und einen schönen 1. Mai. Vielen Dank.